Ich wollte euch eben gerne noch begrüßen. Ich freue mich nämlich auch, dass ihr da seid, weil ich mal gedacht habe, zu diesem Blick von auf die Großen und diesem Blick von oben wollte ich zu diesem Thema Internet of Things IoT noch einen Blick von unten haben. Und ich denke, da ist der IoT Austria der Verein, der das repräsentiert, und um mich besonders für euch da zu haben. Das ist ja auch immer die Sicht, mit der ich mich identifiziere, so wie schaut das jetzt an der Basis aus, wie schaut das für den Einzelnen aus, wie schaut das für die lokale Industrie aus, und daher hoffe ich mal entsprechende Einblicke. Danke, dass ihr da seid. Also wir freuen uns auch, dass wir heute da sein dürfen. Also mein Name ist Harald Bichler, das ist der Ralf Schlatterbeck. Wir sind einer der Gründer von dem Verein. Wir sind mittlerweile schon ziemlich viele. Und ich möchte ganz kurz jetzt vorstellen, was IoT Austria ist und was wir so machen. Also im Prinzip versuchen wir, die Leute zusammenzubringen, dass sie miteinander reden, und zwar über welches Thema? Natürlich über IoT. Und wir verstehen unter IoT eigentlich ziemlich viel. Internet der Dinge, darunter fällt auch natürlich Industrie 4.0. Jegliche Vernetzung von Geräten. Die Geräte werden immer kleiner. Im Prinzip ist das auch IoT, das Telefon. Und heute fragt man sich beim Telefon, kann man noch telefonieren? Ja, es geht noch. Bei den Smartphones. Wobei, wenn man es hinterfragt, geht das in den neueren Programmen schon über ganz andere Wege. Nicht mehr so, wie es früher gedacht war von den Telefonprovidern. Und genau um dieses Thema dreht sich alles bei unserem Verein. Wir sind ein gemeinnütziger Forschungsverein und bei uns können alle mitmachen. Also von Konzernen bis zu Normalsterblichen und Startups bis Mittelbetriebe, Politik, jeder kann bei uns mitreden, soll auch mitreden. Und wir versuchen, unser Wissen zu teilen, alle zu erreichen, um ein Bild zu vermitteln, was da los ist in der Gesellschaft. Und nicht, wir vermitteln nicht das Bild, wir zwei, sondern wir gemeinsam vermitteln das Bild. Wie machen wir das? Wir haben in vielen verschiedenen Städten Leute von IoT Austria, die dort versuchen, Talks und Workshops zu organisieren und Firmen zusammenzubringen und Organisationen zusammenzubringen, über gewisse Themen zu reden. Hier seht ihr, dass es schon in relativ vielen Städten ist. In Eisenstadt haben wir noch kein fixes Team, aber das wäre vielleicht möglich irgendwann einmal. Oder vielleicht nicht irgendwann, sondern die Gründungszusammenarbeit. Zum Beispiel, ja. Wie ist es bei uns organisiert? Wir veranstalten eben Workshops, Seminare, Talks. Auch im größeren Stil, nicht nur im kleineren Stil. In Wien haben wir so bei den Talks ungefähr zwischen 20 und 300 Teilnehmer. Das sind die kleinen Veranstaltungen. Bei den Workshops so 20 bis 50. Das sind es weniger. Warum sind es weniger? Bei Workshops versucht man wirklich einen Abend lang sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen. Darauf komme ich dann am Schluss auch als Beispiel. Wir beschäftigen uns auch mit der digitalen Transformation. Ja, das ist ein Kunstwort, was soll das heißen? Ja. Im Prinzip ist nichts digital. Wenn man da rausgeht, die Welt ist analog. Ja. Die digitale Transformation ist in unserer Meinung nach der Versuch, die Welt in den Computer wieder zu holen. Ja. Nämlich die menschliche Welt, die Kommunikation, das Verhalten der Leute. Im Prinzip geht es da meistens ja nur um, wie bei der Wettervorhersage geht es um Wetterdaten, und beim Internet der Dinge, der digitalen Transformation, geht es um menschliche Daten, würde ich mal sagen, ja, hauptsächlich. Warum ist es ein großes Thema? Das ist wieder durch diese Smartphones. Das sind die idealen Geräte, um die Daten abzuholen. Und dann gibt es natürlich auch andere Geräte, die Daten liefern. Und digitale Transformation ist eben oft wirtschaftlich gemeint. Beim TIDE, bei der großen Veranstaltung, haben wir so ungefähr 1000 Leute angesprochen, es waren 900 irgendwas. Also wir haben große Veranstaltungen. Beim Global IoT Day, weiß ich die Ziffer gar nicht, da waren wir glaube ich 600. Beim TIDE waren wir ungefähr 1000. Und die nächste große Veranstaltung wird im Oktober sein. Das war geplant der 5., das ist glaube ich der 7. Oktober. Das ist für euch sehr interessant, weil da könnt ihr als Firma oder Start-up
umsonst einen Präsentationsstand bekommen und euch präsentieren, wenn ihr das Thema Internet der Dinge in irgendeiner Form in eurem Programm habt. Wenn es um Open Source und Open Hardware geht, noch besser, weil wir vertreten natürlich Open Hardware und Open Source. Voriges Jahr haben wir ungefähr 3.000 Teilnehmer angesprochen, 3.400 Teilnehmer, die bei unseren Veranstaltungen waren. Und wir sind für jeden offen. Wir versuchen eben Vernetzung herbeizuführen unter den Personen, dass sie sich kennenlernen. Ich meine, hier in Eisenstadt wird es vielleicht nicht so problematisch sein, irgendwann mal kennt man sich. Aber in den großen Städten oder international, wir haben bei unseren Veranstaltungen auch immer viele Leute aus dem Ausland, da lernt man die auch einmal kennen oder die aus den anderen Städten. Und wenn man dann vor irgendeinem Problem steht, weiß ich, da rufe ich dich an, weil wir haben uns einmal gesehen und haben miteinander gesprochen und wir kennen uns. Was machen wir noch? Wir machen auch sehr viele Open-Source-Projekte und Open-Hardware-Projekte. Wir haben eine eigene Rapid-Prototyping-Plattform entwickelt fürs Internet der Dinge. Da habe ich auch so ein Bauelement mit. Das ist im Prinzip ein Mikrocontroller, der IPv6 spricht, mit offenen Standards, aber um Größenordnungen weniger Strom braucht. Ja. Das ist vielleicht wichtig zu sagen, ist kein WLAN, sondern Zigslow-WPAN. Mit niedriger Datenrate und braucht halt sehr wenig Strom im Vergleich zu WLAN. Also man kann ihn dann anpingen, wird über einen normalen Router verbunden, der auf diese Frequenz sendet, in dem Fall sendet das Modul auf 2,4 GHz. Und mit wenig Strom meinen wir 260 Mikroampere im Betrieb und man kann den Knoten anpingen und er antwortet in 240 Millisekunden. Das heißt echtes Online. Was bedeutet das in der Praxis? Man kann diese Sensoren dann auch über Harvesting betreiben. Was ist Harvesting? Heißt in dem Fall Energie ernten und dazu verwenden, diese Elektronik zu versorgen. Und dazu reicht uns eine kleine Solarzelle aus, hier im Innenraum. Ja. Also ab 400 Lux ist das Gerät dann selbstversorgend. Auf immer und ewig. Also man kann damit auch Indoor Harvesting machen und das Ding ist dann wartungsfrei. Man muss sich Batterie wechseln, eine Steckdose finden. Ja. So viel einmal über uns. Und jetzt übergebe ich Ihnen Ralf, da euch jetzt einige Beispiele und mehr Technologie präsentieren wird. Also ich. So, und jetzt haben wir diesen Titel, den etwas sperrigen. Ich möchte erstmal versuchen, zu dem Thema eine Begriffsklärung zu machen. Und es steht ja ganz viele Opens da drinnen, also auch was diese diversen Opens sind. Und warum das für Internet der Dinge und Industrie 4.0 wichtig ist, das ist so ein bisschen die Outline, also ich möchte erstmal ein bisschen Definitionen geben, die meisten werden das hier kennen und dann ein bisschen ins Eingemachte gehen. Woher kommt der Begriff Industrie 4.0? Haben wir heute schon einiges drüber gehört, möchte ich eigentlich nicht nochmal aufrollen. Besonders aktiv beworben wird dieser Begriff eigentlich heute von der Politik, also von der deutschen Bundesregierung. Wenn man in die Wikipedia schaut oder in andere Quellen, was denn Industrie 4.0 überhaupt ist, dann findet man 6 Designprinzipien und die Nummer 1 von diesen Designprinzipien ist Interoperability. Also die Idee, dass diese Geräte miteinander sprechen können und miteinander arbeiten können. Das ist auch von dem Vortrag jetzt sozusagen das Hauptthema, weil ohne das diese ganze Industrie 4.0-Thematik und auch noch mehr Internet of Things irgendwie eigentlich undenkbar ist. Das heißt, der Kernpunkt ist die Interoperabilität. Industrie 4.0 ist eigentlich von der Begrifflichkeit eher ein europäisches Phänomen, findet man im angelsächsischen Raum jetzt nicht so viel. International spricht man eher vom Internet der Dinge,
Die beiden Begriffe sind stark überschneidend, das heißt, sie haben einen gemeinsamen Kern. Bei Industrie 4.0, wie wir heute gehört haben, denkt man dann auch die ganze Pyramide der Installationen hinauf, also die ganzen Protokolle, die es dort gibt. Was das Wichtige am Internet of Things eigentlich ist, ist, wir sprechen alle IP-Protokoll, Internetprotokoll. Das heißt, man hat endlich entdeckt, ich habe das vorher aus dem Publikum mal gesagt, wir haben Standardisierung im Bereich Feldbusse und die Standardisierung schaut so aus, es setzt sich ein Gremium hin und gibt ein dickes Buch raus und jedes Kapitel ist ein eigener Feldbus, völlig inkompatibel zu dem im nächsten Kapitel. Das ist der ISO-Standard zum Thema Feldbus und man sieht dort, dass es einfach nicht möglich war, sich zu einigen. Und was heute kommt und was man heute machen kann, man kann eben diese kleinen Mikroprozessoren, von denen der Harald vorhin einen gezeigt hat, der hat 128 Kilobyte Hauptspeicher und spricht IP. Bis zum Jahr 2003 hat niemand geglaubt, dass man das können wird. Das heißt, man hat dort geglaubt, dass man für die Vernetzung von Dingen andere Protokolle brauchen wird, wie man auch aus den vielen verschiedenen Feldbus-Standards sieht. Und 2003 hat dann jemand diesen Micro-IP-Stack publiziert und seitdem weiß man, wir können ganz normal IP sprechen, auch mit diesen ganz kleinen Devices, die wirklich sehr wenig Speicher haben. Haben einen vollen RFC-kompatiblen IP-Stack. Dann, was ist Open Data? Offene Daten. Wir wollen, dass Daten frei verfügbar sind für jeden, um sie zu benutzen und wieder zu publizieren, ohne Restriktionen von Copyright, Patenten und so weiter. Und da muss man jetzt besonders im deutschsprachigen Raum dazu sagen, wir meinen natürlich nicht personenbezogene Daten an dieser Stelle. Besonders in Europa ist uns das wichtig. International wird das anders gedacht. Wir sehen heute, speziell in der Haustechnik, dass dort große Firmen versuchen, in die Haustechnik reinzukommen und dieses Open-Data-Prinzip noch so ein bisschen weiterzutreiben. Das meinen wir hier an dieser Stelle dezidiert nicht. Schließlich Open Knowledge ist so ein Begriff, es gibt die Open Knowledge Foundation, die eben diesen Werten wie Open Data und Open Access verpflichtet ist und in die Richtung Kampagnen machen, um einfach mal die Begriffe so ein bisschen festzuklopfen. Die meisten werden die kennen, die Open Source Definition, Open Source Definition, die ursprünglich entwickelt worden ist von Bruce Perens, der später das Debian-Projekt mitgegründet hat, und dem Eric Raymond, der auch viele Open-Source-Projekte gemacht hat. Die Ideen sind sehr analog zu dem, was die Free Software Foundation früher schon gemacht hat, aber in mehr Punkten. Die FSF-Regeln kommen auch gleich. Das heißt, wir können den Source-Code, die Sourcen, oder wenn wir Open-Hardware denken, das Design der Hardware frei weitergeben. Der Source-Code ist verfügbar oder bei Hardware bedeutet es, das Design ist verfügbar. Man kann Derived Work machen, das heißt, ich kann das nehmen und weiterentwickeln. Man kann, muss aber nicht die Integrität des Codes von dem ursprünglichen Autor, das spielt heute keine so große Rolle mehr, aber war wichtig, weil es bestimmte Codes gab, die von Personen verwaltet wurden, die eigentlich nicht wollten, dass es andere verändern. Man darf niemanden davon ausschließen, also keine Personen oder Gruppen oder Unternehmungen. Und das bedeutet insbesondere, ich darf niemand verbieten, Geld dafür zu verlangen. Das heißt, Open Source bedeutet immer auch, dass ich gegen Geld Open Source weiterentwickeln darf, solange ich mich natürlich an die Lizenzen halte, die unter Umständen halt sagen, dass das danach wieder frei sein muss, also dieselbe Lizenz hat. Aber ich kann durchaus Geld damit verdienen, ich tue das seit einigen Jahren selber. Und schließlich muss man das verteilen unter einer Lizenz und die Lizenz darf nicht produktspezifisch sein, darf andere Software nicht behindern und muss technologieneutral sein. Die Free Software Foundation hat das Ganze in vier Freedoms zusammengefasst und die werden
wie das Informatiker gerne tun, traditionell mit 0 beginnend nummeriert. Die wichtigste Nullte, ohne die sozusagen gar nichts geht, ist eben die Freiheit, das Programm auszuführen, für jeden beliebigen Zweck. Dann die erste, die Freiheit, dieses Programm zu studieren, also rauszufinden, wie das Programm funktioniert und es zu verändern, auch nach eigenen Wünschen. Schließlich die Freiheit, diese Änderungen wieder zu verteilen, also Kopien des Programms frei zu verteilen und meinem Nachbarn damit zu helfen und dann auch modifizierte Versionen von diesem Programm zu verteilen. Damit gibt man sozusagen der Community wieder die Möglichkeit, an dieser Änderung zu profitieren. Und wichtig ist natürlich, den Punkt 1 und den Punkt 3 kann ich nur dann realisieren, wenn der Source Code verfügbar ist. Daher decken sich eigentlich diese vier Freedoms mit der Open Source Definition weitgehend. Das heißt, wenn man heute nachliest, was die Open Free Software Foundation dazu sagt oder was auf der Open Source Seite ist, dann deckt sich das weitgehend. Und da muss ich jetzt weiter ausholen. Wir haben die Frage, warum Internet of Things und warum Open Source, warum passt das gut zusammen oder noch stärker, warum geht es nicht ohne das eine ohne das andere. Traditionell ist Open Source sehr stark in der Infrastruktur. Das heißt, wir haben typischerweise, ich habe hier versucht, so einige klassische Anwendungen oder Programme mehr Richtung Infrastruktur oder mehr Richtung End-User-Anwendung als die quasi die Endpunkte dieses Kontinuums einzuordnen. Da findet man den Linux-Kernel ziemlich weit links, der ist eigentlich nur Infrastruktur. Und man findet sowas wie OpenOffice ganz rechts bei einer reinen End-User-Anwendung. Und dazwischen gibt es sehr viel. Und für mich liegen die beiden Punkte IoT und Industrie 4.0 sehr weit links. Ich habe es hier mal versucht so darzustellen. Wie schon gesagt, IoT beschäftigt sich mehr mit der Vernetzung. Industrie 4.0 geht dann noch mehr Richtung Anwendungen, Richtung Datenformate und so weiter, die vielleicht in dem Thema IoT nicht so stark drin sind. Das heißt, wir haben hier einen Fall, wo Open Source traditionell eh schon sehr stark ist. Und meine Behauptung jetzt ist, dass dieses erste Designkriterium, was wir für Industrie 4.0 brauchen, nämlich die Interoperabilität, nicht ohne diesen Open Source Gedanken realisierbar ist. Und da möchte ich ein bisschen das noch weiter ausführen. Infrastruktur braucht Standards. Ohne diese Standards sind eben die einzelnen Programme nicht interoperabel, weil sie halt nicht miteinander reden können. In einer offenen Infrastruktur kann jeder mitmachen, das ist wichtig. Und heute, aus meiner Sicht, kann niemand den Protokoll-Stack besitzen. Ja, Apple versucht das gerade in der Home Automation. Die versuchen gerade da, möglichst ihre Produkte so zu platzieren, dass sie closed sind und dass man damit nur mit Apple-Produkten arbeiten kann. Ich glaube, dass die früher oder später sich dort öffnen werden müssen oder damit auf die Nase fallen, whatever comes first, weil das heute niemand mehr kann. Gerade wenn wir Internet der Dinge denken, dann denken wir sehr, sehr viele einzelne Geräte, die alle miteinander sprechen können müssen, und das funktioniert nicht, wenn wir einen proprietären Standard haben. Also müssen wir versuchen, diese Standards gemeinsam zu entwickeln. Es gibt schon einige. Six-Low-WPAN ist IPv6 über Funkverbindungen niedriger Datenrate. Da gibt es einen eigenen RFC seit ein paar Jahren dazu. Das ist auch das, was wir in dem vorhin gezeigten Mikrocontroller verwenden. Das heißt, der spricht direkt IPv6 auf der Funkschnittstelle. Darüber hinaus gibt es Anwendungsprotokolle. Da haben wir einmal das CoAP. Das ist sowas Ähnliches wie HTTP, aber über UDP. Braucht also weniger Ressourcen und vor allen Dingen weniger
Implementierung, also weniger Code, passt damit besser in einen Mikrocontroller. CoAP ist die Abkürzung für Constrained Application Protocol und tut ähnliche Dinge wie HTTP, nämlich Methoden für ein REST-API wie GET, PUT und POST. Das kann also das CoAP zur Verfügung stellen und damit kann man auch sehr kleine Mikrocontroller direkt IPv6 sprechen, also IP sprechen lassen. Für größere, schon größere Anwendungen haben wir dann MQTT, was im Prinzip ein Message, ein Subscriber-Modell ist, wo einer sich subscriben kann bei einer Zentrale und dann die Daten bekommt, die er braucht. Also Publish, Subscribe nennt sich das Design-Pattern dafür für MQTT. Passt aber schon nicht mehr so gut auf diese ganz kleinen Devices, also da wird man irgendwelche Zwischenlayers brauchen. Alle diese Protokolle als Open-Source-Implementierung zu haben, macht Sinn, aber man kann durchaus auch proprietäre Implementierungen haben, solange diese mit den anderen standardkonform interoperabel sind. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Dazu ein kleines Beispiel, was da unten auch erwähnt ist. In den 90er Jahren war das Internet noch nicht so offen wie heute. Da gab es große Firmen, die einen riesigen Proxy-Server betrieben haben und alle Kunden waren hinter diesem Proxy-Server. Im konkreten Fall war das AOL, also America Online. Da haben sich die Leute noch mit Telefonmodems eingewählt und dann konnten sie Internet benutzen, aber nur über den Proxy-Server von AOL. Und damals schon gab es den HTTP-Standard und dann kam gerade 1996 war HTTP 1.0 noch und 1996 kam HTTP 1.1. Und 40% des Internets waren Apache-Server, schon damals. Ja. Und dann ist Folgendes passiert. Apache hat eine neue Version rausgebracht, die HTTP 1.1 unterstützt hat. Und standardkonform ist es so, ein Client schickt eine HTTP 1.0-Anfrage und der Server antwortet mit einer Meldung und sagt dort, dass er auch HTTP 1.1 spricht. Das ist aber standardkonform, weil schon das HTTP 1.0-Protokoll so backward-kompatibel war, dass das funktioniert hat. Und der Proxy-Server von AOL hat es nicht verstanden und hat die Meldung habe ich mir aufgeschrieben, die war nämlich wirklich gut. Die Meldung, die die User dann bekommen haben, war Unsupported Web Version. Okay? Das heißt, die konnten dann große Teile des Internets plötzlich nicht mehr erreichen, dass HTTP 1.1 gesprochen hat. Weil der Apache-Server das standardkonform implementiert hat und haben sich auf den Standpunkt gestellt, die Apache-Leute müssen das fixen, wir tun das nicht. Und dann hat Apache eine Pressekonferenz gemacht und haben das an die große Glocke gehängt und haben publiziert, warum sie das nicht fixen werden und warum das standardkonform ist. Dazu muss man wissen, die Leute von AOL konnten 20% des Internets nicht mehr erreichen, weil das mit modernen Apache-Servern mit HTTP 1.1 betrieben wurde. Und was dann passiert ist, nach einer kurzen Zeit hat AOL klein beigegeben und halt standardkonform das in ihrem Proxy-Server implementiert, weil die Leute das einfach wollten. Und ich glaube, dass das ein Szenario ist, was wir heute im IoT-Bereich wieder sehen werden und schon sehen, dass es einfach wichtig ist, dass es offene Implementierungen gibt, die auch weit verbreitet eingesetzt werden, damit eben diese Interoperabilität gewährleistet ist, weil sonst kocht jeder Hersteller seine eigene Suppe gegen den Standard und jeder macht ein bisschen was anders und die beiden Versionen sprechen wieder nicht miteinander. Und wir haben wieder genau den Fall, den wir vielleicht damals bei diesem angeführten Beispiel haben. Also wenn wir Open-Source-Implementierungen haben, die eine relativ hohe Verbreitung haben, hält das die anderen ehrlich, die ihre eigene Version des Protokolls implementiert haben. Und jetzt möchte ich so ein bisschen einen Einblick oder Ausblick geben, was man mit Open Source tun kann. Wie schon gesagt, muss man als Firma sozusagen, wenn man jetzt ein Startup ist oder so, muss man sich überlegen, was ist mein
USP, was möchte ich eigentlich verkaufen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal und was sind die Dinge, die wir freigeben müssen, die wir freigeben können, weil die eh jeder braucht. Und da sind wir eben wieder bei dem Beispiel von vorher. Wir haben Open Source, ist sehr stark im Infrastrukturbereich. Infrastruktur ist das, was jeder braucht und daher ist es kein USP. Das heißt, ich kann typischerweise eine Open Source Implementierung für irgendein Protokoll verwenden, möglicherweise selber so erweitern und an die Community zurückgeben, dass ich das brauchen kann, weil ich mir damit sozusagen nicht irgendwelche Möglichkeiten gebe, die Software, die ich entwickle, zu verkaufen. Außer man verfolgt eine Strategie, den Stack zu besitzen und alle Leute zu zwingen, dass sie mein Protokoll verwenden. Und die Zeiten sind aber, wie vorher schon geschildert, aus meiner Sicht vorbei. Ja, das wird niemand mehr schaffen und daher ist hier eigentlich gegeben, dass jeder, der Software entwickelt, den Infrastrukturteil freigeben kann und da committen kann. Und das ist ja vorher schon erwähnt worden, SAP tut das heute, IBM tut das schon länger. Große Firmen haben das erkannt, dass sie dort eigentlich nicht das Geschäft machen können und damit eigentlich die Open Source, die Interoperabilität, die ihnen eigentlich ihr Geschäft ermöglicht, fördern können. Also sollte eine Open-Source-Strategie einer Firma damit anfangen, zu identifizieren, was ist mein Alleinstellungsmerkmal und dann zu sehen, welche Open-Source-Komponenten braucht, kann ich verwenden für die Infrastruktur, gibt es die schon oder kann ich sie entwickeln oder kann ich Dinge weiterentwickeln, die es schon gibt, weil das muss ich sowieso tun. Typischerweise kann das auch sehr zeitfördernd sein, wenn ich das tue, also wenn ich mir vorher anschaue, was es schon gibt und nicht das Rad neu erfinde. Und das, was ich im schlussendlich verkaufe, ist was anderes, das ist eben mein Alleinstellungsmerkmal. Und dann ist die Frage, was kann man also tun? Man kann Open-Source-Software auf jeden Fall mal verwenden, auch im IoT-Bereich. Wir haben ja vorher das kurz rausgestrichen, dass wir als IoT Workshops machen, wo man selber beginnen kann, in diesem IoT-Bereich Dinge selber zu entwickeln, schauen kann, wie das funktioniert in der Praxis. Wir haben da Prototyping-Hardware und sind gerade dabei, so ein Experimentierkit zu machen, was man in Schulen oder Universitäten einsetzen kann. Wenn man damit arbeitet, wird man Fehler entdecken, insbesondere, und das sind die interessantesten Fehler, wenn die Dinge nicht zusammenspielen, also wenn wir Interoperabilitätsprobleme haben. Und das bedeutet, wenn wir unterschiedliche Implementierungen haben vom selben Standard, dann werden wir immer wieder Punkte finden, wo die nicht zusammenspielen. Das sind die interessanten Probleme, die es zu beheben gilt. Und diese Fehler kann man entweder selber beheben, wenn man Programmierer ist und damit eh beschäftigt ist. Und man kann dann diese Änderungen, die man macht, an das Projekt zurückgeben, um dem Projekt zu helfen, also was an die Community zurückzugeben, aber es ist auch im eigenen Interesse, weil ich mir eben Lifecycle-Kosten spare, wenn das Upstream ist, muss ich nicht meine eigene Version von irgendwas warten und die pflegen und immer wenn eine neue Upstream-Version kommt, die Änderungen wieder dazu geben, sondern wenn das vom Projekt selber gemaintained wird, reduziere ich selber meine Lifecycle-Kosten. Das heißt, es ist einerseits eine Contribution an die Community und andererseits sehr im eigenen Interesse, die Maintenance für das Ding upstream zu haben. Das ist übrigens auch was, ich hatte vorher das Bild, wo der Linux-Kernel infrastrukturmäßig ganz links ist. Das ist das, was heute die meisten Hardware-Hersteller erkannt haben. Die versuchen, ihre Änderungen, wo sie neue Hardware bauen, in den Linux-Mainline-Kernel zu bringen, weil sie es dann nicht selber maintainen müssen. Das haben inzwischen ganz viele begriffen. Und wenn Sie heute, vor ein paar Jahren war das noch so, wenn Sie irgendeine Embedded-Plattform gekauft haben, dann hat die Firma ihren eigenen Linux-Kernel gehabt, meistens noch irgendeine uralte Version, den sie halt gemaintained haben, wo keine Security-Fixes drin waren und der eigentlich uralt war und mit dem sie
wenn sie Pech hatten, Security-Probleme hatten, früher oder später. Heute ist es wirklich so, die meisten Hardware-Hersteller haben das erkannt, bringen ihre Hardware-Implementierung in den Mainline-Kernel, das ist eine gewisse Hürde, da wird eine gewisse Qualität gefordert und dann haben sie automatisch die ganzen Security-Fixes, die im Linux-Kernel passieren, mit dabei und dieses Problem. Das erhoffen wir uns auch vom IoT, weil stellen Sie sich vor, wenn die heutige Variante, wo wir tausende WLAN-Router haben, die von irgendwem geownt werden und wo Botnets drauflaufen, bei IoT-Devices haben, wo wir um 2-3 Größenordnungen mehr Devices erwarten, dann, wenn die Schätzung hält, ja, möglicherweise ist es noch mehr, dann haben wir ein echtes Problem. Und das heißt, hier ist es wichtig, dass diese Security-Fixes auch in die Devices reinkommen. Wie kann man beitragen? Wenn man größere Modifikationen plant an einer Software, sollte man sich am besten mit dem aktuellen Maintainer als erstes in Verbindung setzen. Wenn man selber eine Open-Source-Implementierung von irgendwas plant, dann sollte man trotzdem als erstes mal schauen, ob es das nicht schon gibt oder sowas Ähnliches gibt, was man sich was man verwenden kann. Also wir sagen immer, reinvented wheels are often square. Wenn man das Rad neu erfindet, ist es oft eckig. Also besser bei einem existierenden Projekt beizutragen und frühes Feedback einholen. Das heißt, Community-Feedback früh einholen, um eben mitzukriegen, ob der eigene eingeschlagene Weg günstig ist. Release early and often. Und damit kann man diese Open Collaboration und Cooperation erreichen und bin damit mal durch. Wen es interessiert, ein paar von diesen Beispielen habe ich noch in der Literatur. Dieses Voices from the Open Source Revolution ist von O'Reilly als Open Source Buch, das kann man auch runterladen. Da steht dieses Beispiel mit dem Apache zum Beispiel drin, wen es interessiert. So, dann bin ich offen für Fragen. Merci.